So, reicht das schon, damit er voll wird? Nee, ne? Dauert noch einen Moment. Oh, oder der könnte jetzt schon voll werden. Na? Doch, ja, der kann zurückfahren. Gut. Also, dann wird die Nahrungsmittelversorgung jetzt auch offiziell aufgenommen. Für Kassel, wie gesagt, die haben genug Platz zum Ausdehnen. Bremen an der Donau auch, da könnte man ja... So, hier ist der Stau jetzt behoben, das heißt, ich... entferne das zweite Depot einfach mal wieder. Was ist denn eigentlich das hier für eine komische Konstruktion? Haben wir die gebaut? Hier unten auch. So gereicht das doch auch, so muss das doch sein. Also hier war irgendwas, hat hier ein bisschen ein paar Streckenteile hier zerrunst, aus was weiß ich für Gründen. Hier gibt es ein paar Fahrzeuge, die Minus machen. Oh, ein Skylift. So, naja, bin ich mal gespannt, wann der Nahrungsmittelzug hier ankommt. Ach so, das ist ja jetzt hier, rote Lok Nahrungsmittel. Wir haben auch noch solche uralt Loks hier teilweise. Hier müsste man eigentlich auch mal irgendwie umrüsten, aber... So, der wartet jetzt hier. Das kostet natürlich Zeit. Wo ist er denn gerade, unser Zug? Und hier ist mal wieder alles dicht hier runter. Ich glaube, das müsste man wahrscheinlich doch länger zweigleisig ausbauen. Bedeutet am Ende zwar nur, dass das dann im Prinzip den Stau verschiebt, aber... Na, wo fährt er denn? Ach, hier. Ja. 66, aber so richtig Power hat die nicht. Na gut, 975 PS. Das ist dann eher nichts. Vielleicht müssen wir doch mal gegen was anderes ersetzen. Ja, ich werde jetzt mal das Ding hier mal noch weiter zweigleisig ausbauen. Wie gesagt, das verschiebt zwar nur den Stau, aber irgendwas muss ja jetzt mal hier passieren. Da müssen wir die Straße jetzt hier sogar umbauen, weil wir sonst nicht hier rumkommen. Brücke muss 1 breiter werden. Na
gut, die Sache ist ja, wenn die einmal an dem Stau vorbei sind, dann rollt das da, aber hier vorne halt die Stelle, wo die sich immer abwechselnd im Reißverschlussverkehr einfädeln. Das ist eine kritische Stelle. Wir können natürlich auch irgendwelche Load-Balancer bauen. Eigentlich müsste man, hier hinten haben wir doch so zwei Gleise. Eigentlich müsste man das bloß für geradeaus und die hier runter. Das klingt nach einer Idee. Das müssen wir ausprobieren. Wir bauen das zweite Gleis jetzt bis dort runter. Hier können wir auch... gut, ob das so sinnvoll ist, wenn man das hier zusammenführt. Wahrscheinlich eher nicht. Da kann ich eigentlich auch gleich hier einen kleinen Bahndamm aufschütten, so. Depot. Ich soll erstmal kurz die Signale bauen, damit ich... Ah ne, Quatsch. Ich muss nur kurz anhalten, dass ich das Signal abbauen kann. Nein, ich will keinen Tunnel bauen, ich will das Signal abreißen. Das heißt, das nächste Signal kommt dann dahin. Okay. So, du kannst wieder fahren. Ha, passt. Genau der Abstand hier. Ah. Manchmal müssen wir einmal Glück haben. Ja, diese Doppelkurve ist natürlich auch ein bisschen Schwachsinn, aber da haben die eh noch nicht so den Speed drauf, wenn die aus dem Depot kommen. Also ihr seht schon, massive Investitionen gegen den Stau finden hier statt. Na gut, eigentlich könnte ich das Gleis auch hier umbauen. Ich muss ja eh hier unten ran. Aber ich hätte es eigentlich gerne alles so dicht kompakt beieinander. Daher bauen wir hier mal schnell eine improvisierte andere Streckenführung. Ja, das war eins zu weit. Gerade auf der Strecke, nee, da muss man außenrum fahren. Los, fahr schneller. Go, go, go. Ich könnte jetzt auch die anderen fahren, weil das Ding ist ja eigentlich gesichert hier. Kann ja eigentlich nichts mehr passieren bei dem Zeug, was da geladen wird. Das sind Integrated Flatbed, genau, die ersetzen wir jetzt einfach mal. Sind das 10, die hier fahren? Kann ich mir nicht vorstellen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und die anderen zwei? Ach komm, machen wir es einfach jetzt hier. Link News. Fahrzeugersetzung an und gut ist. Was macht der auch noch dicht? Was ist jetzt hier los? Kahlschlag oder was? Und der hat einmal abgeliefert, das heißt... Was wird benötigt? Noch nicht. Ich glaube, das dauert dann immer einen kleinen Moment, bis er das anzeigt. Und hier oben diese kuriose Sache mit dem, die machen jetzt auch dicht. Okay. Hm. Sehr mysteriös.
Wenn das dann unten auf November springt, das Datum, müsste eigentlich Nahrungsmittel geliefert dastehen. Ja. So, jetzt kann die Stadt wachsen. So einfach funktioniert das. Dann haben wir ein kleines Upgrade für die Brücke. Oh, die muss auch um 1 erweitert werden. So, das wird jetzt abgerissen. Und dann wird hier eine Verbindung hergestellt. So, und wenn sich jetzt der Verkehr nicht deutlich entspannt hier oben an der Stelle. So, da steht ein Standschutzsignal. Da kann es geradeaus durchfahren. Wenn wir das jetzt nicht mehr wegreißen, dann. Hoffe ich doch, dass es jetzt hier aufwärts geht. Jetzt. Und die Staus zurückgehen. Wahrscheinlich verlagert sich dann der Staubus hier wieder in die Station, aber das kann man ja umbauen. Da können wir dann vielleicht wirklich doch mal eine Roll-In-Roll-Out-Station bauen, die dann hier so einen großen Bogen macht. So was in der Art, aber so. Ja, guck mal, entspannen sich doch schon. Jetzt müssen sie halt nur noch hier ihren Abstand finden. Und dann haben wir auch gleich die 3 Milliarden auf dem Konto. Na gut, wenn wir natürlich ins Depot fahren, ist trotzdem Stau an der Stelle, aber. So, Kassel kann jetzt wachsen. Der kann doch ein paar Mal hin und her fahren. Muss man natürlich auch gucken, wie viel. Wo waren das jetzt? Wie viel Nahrungsmittel hier warten, dass man vielleicht auch mal mehr Züge fahren lassen kann. Aber ich glaube, einer, das ist es erstmal in Ordnung. Wir müssen jetzt halt mal gucken, wie sich Kassel entwickelt. So, hier deutet sich jetzt der nächste Stau an. Der ist schon krass ein bisschen. So, dann kommen wir jetzt zu Bremen an der Donau. Die kriegen auch eine Lebensmittelversorgung. Aber hier natürlich durch diese steilen Klippen ist das schon schwer, hier eine Stelle zu finden, wo man mit dem Zug hinkommt. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wo haben wir jetzt die Getreide? Hier oben, ne?